Die Öffentlichkeit weiß nicht, dass unsere Firma geklaut wurde. Jetzt wird sie es erfahren, nur noch Zeit. Smudo kennt man aus der Werbung, von The Voice und natürlich von der Luca-App. Ah ja, und bei den Fantastischen Vier ist er auch. Und mit denen hat er mal eine Booking-Agentur gegründet. Die Four Artists. Unsere Live-Booking-Agentur für Live-Bands, Four Artists, lief wirklich gut. Wurde immer größer. Und wir waren, also ich fand, mitarbeitermäßig von der Anzahl her wirklich an der Grenze. Und haben uns immer überlegt, können wir so weiter wachsen? Können wir das überhaupt schaffen? Wir würden die Firma schon gerne behalten wollen, aber wir würden ganz gerne mit jemand Größeren fusionieren. Weil wir glauben, dass wir so auf Dauer uns kaputt wachsen. Eventim war der spannendste Partner. Eventim will also bei Four Artists einsteigen. Die Fantas bekommen viel Geld. Happy End. Wäre da nicht diese klitzekleine Kleinigkeit, das Kartellamt? Eventim ist in der Vergangenheit immer wieder auf Shoppingtour gegangen, hat andere Tickethändler oder Konzertveranstalter wie FKP Scorpio oder Semmel Concerts aufgekauft. Und bei Übernahmen gucken wir darauf, dass die Unternehmen nicht durch die Übernahme zu groß werden. Und da sind wir in der Tat zum Ergebnis gekommen, dass das zu einer, wie wir es technisch nennen, marktbeherrschenden Stellung von Eventim führen würde. Und deswegen haben wir diese Übernahme untersagt. Ja, lieber Futsch, was bleibt als nächstes? Wir haben uns natürlich weiter angeboten. Plötzlich kündigt der langjährige Geschäftsführer der Four Artists. Ihm gehören auch Anteile an der Firma. Sie kündigt, schon gesehen. Michi, what? Telco? Thomas schreibt, oh mein Gott, nicht, dass er die Fantas mitnimmt. Wir müssen auf jeden Fall alle miteinander sprechen. Okay, der Four Artists Geschäftsführer hat gekündigt. Aber die restlichen 45 MitarbeiterInnen sind noch da. Und wir gingen davon aus, dass die Leute im Prinzip bleiben oder dass ein Teil der Leute bleibt. Wir gingen nicht davon aus, dass die alle abhauen. Wohin denn? Wohin sollen sie denn abhauen? Oh Gott, ey Gott. Dann ist das recht schnell gegangen. Innerhalb von 2 Wochen sind die wirklich alle wie angeknipst gegangen. Der Interimsgeschäftsführer hat erzählt, es ist der Horror, wie es hier gerade aussieht. Smudo, du glaubst gar nicht. Ich sitze hier im Büro und hier kommt einer nach dem anderen rein und legt das Kündigungsschreiben auf den Tisch. Hier sind richtig Schlange. Geschäftsführer weg, viele Booker weg, insgesamt 28 Leute weg. Niemand weiß wohin. Aber hey, das Wichtigste sind doch eure Bands. Das Verhältnis zwischen einem Booker und seinen Bands ist natürlich ein persönliches. Er fährt mit denen auf Tour, hängt mit dem im Backstage-Raum rum. Er weiß ganz genau, welche Farbe die Gummibärchen haben sollen. Und wenn der Booker geht aus der Firma, dann nimmt er in der Regel seine Bands mit. Das heißt, von einem auf den anderen Tag haben wir fast alle Mitarbeiter verloren und fast alle Bands. Und dann taucht eine neue GmbH auf. Die All Artists Agency. AAA ist da, die neue Agentur von Eventim. Und dann wurde mir klar, die gehen alle zur AA. Die Mitarbeiter, die innerhalb von 2-3 Tagen alle gleichzeitig gekündigt hatten, die in einer Schlange bei der neuen Geschäftsführung standen, ihre Papiere abgegeben haben, sind schlagartig alle dort gelandet. Und dann habe ich mich auf die Seite, auf die AAA-Seite eingeloggt und sehe dann auch Teile von unseren Mitarbeitern bereits. Das ist erschreckend. Ich finde tatsächlich, also es sieht fast ähnlich aus, die Initiative sieht ähnlich aus. AAA-Artists und Four Artists irgendwie. AAA heißt ja All Artists Agency, nicht Four Artists Agency, Four Artists Booking, sondern All Artists. Four Artists, All Artists, das ist schon fast noch wie ein Schlag ins Gesicht nach dem Motto. Ihr habt nur viel gehabt, wir haben jetzt alle. So, das ist schon echt, das ist schon ein starker Tobak. Hoppala! Da hat Four Artists wohl einen Doppelgänger bekommen? Diese neue All Artists Agency gehört zu 51%, ja genau, Eventim. Und dann ist dann noch was. Es ist wieder Februar. MusikerInnen, die vom Live-Geschäft leben, waren von Corona besonders betroffen. Es war existenzbedrohend. Für Eventim dann wahrscheinlich auch, oder?